Was passiert eigentlich, wenn wir unten auf Strecke anzeigen drücken? Öffnet sich dann Grand Prix 5? Okay, und damit unsererseits und willkommen zurück bei Grand Prix 4. Rundenrekord im Rennen Heinzelhardt Frenzen im 97er Williams. Na, dann wollen wir mal zum Qualifying gehen. Maximal 60 Minuten, maximal 12 Runden. Ich denke, wir werden es so machen. Rausfahren, schnell reinfahren. 4 Runden weg. Und das Ganze machen wir dreimal. Nicht raus, schnell wieder rein. Dann könnten wir das Ganze 4-mal machen. Ich denke mal 2 Runden am Stück. Oh. Das sieht ziemlich nass aus. Jetzt kommt der Bildschirm runter. Nicht im Training, aber hier schon. Den habe ich nämlich im Training vermisst. Kommt der wirklich nie im Training? Okay. Hier kann man nochmal durch die Fahrer klicken und gucken, welche Reifen die gerade. Da ist das Spiel beim durch die Boxen schalten einfach abgeschmiert. Wir hatten ja unseren bisherigen einmaligen Absturz ja auch, nachdem ich in Monaco während des Fahrens ja durch die Wagen gesprungen bin. Liegt das einfach vielleicht am durch die Wagen springen? Immer noch nass, klar, warum nicht? Dann lasse ich das jetzt mal. Die Reifen. Jetzt heißt es im Regen ja fahren. Wir haben bloß 12 Minuten Zeit. Scheiße. Regenreifen hart, warum eigentlich nicht weich? Ich würde sagen, wir probieren. Entschuldigung. 6 Runden am Stück mit den weichen und 6 mit den harten. Also 5 rausfahren, 4 Runden drehen und rein. Dann mal los. Das da oben ist im Übrigen Zeitraffer vorspulen. Wir können jetzt losfahren dank des GPX-Patchs und Boxenstopp-Bug behoben, aber machen wir natürlich nicht. Normalerweise würde man, wenn der Wagen hier fertig ist, würde man nochmal ein kurzes Zucken am Auto wahrnehmen und dann könnte man losfahren. Das ist das Zeichen für jetzt der Wagen bereit. Das entfällt hier eben zu diesem Zeitpunkt mit dem GPX-Patch. Verbleibende Zeit. Ja, könnt ihr euch noch an die Zeit bei Codemasters erinnern, als wir keine Angabe hatten, wie lange das Qualifying noch geht? Grand Prix hat diese kleine Anzeige direkt von Anfang an aufs Display geklatscht. Aber Codemasters hat ja immerhin nachgeholt, ne? Also, insofern, alles bestens. Sie wollten sich bloß eine Option zum Verbessern lassen. Wenn die die sofort gebracht hätten, hätten sie ja gar nichts verbessern können. Wir haben noch 12 Runden Zeit, denn es ist schweineglatt. Selbst wenn wir von ganz hinten aus ins Rennen gehen sollten, nicht schlimm, weil von hinten durchs Feld arbeiten macht einfach Spaß. Das Ziel ist nicht, Letzte zu werden. Mal gucken, ob das gelingt. Ich fange ganz klein, bescheiden mit klitzekleinen Brötchen an. Das erste Qualifying gleich mal nass. Aber hey, ist nicht schlimm, macht ja Spaß. Also ganz im Gegenteil schlimm. Das Haus kommt immer noch spät rein. Da das Spiel zwischenzeitlich beendet wurde, weil es abgeschmiert ist, sind natürlich jetzt auch die ganzen Bremsspuren aus dem freien Training weg.
Wir gehen auf die gezeitete Runde. Aktuell sind wir Achter. Puh, es rutscht aber. Interessant, im Training war ja noch die Anzeige da mit hier Reifenabnutzung und im Qualifying dann nicht mehr. Obwohl ich nichts verändert habe. Interessant. Ja, das wird jetzt hier auch oben angezeigt. Dieses, so sieht es gerade aus, zu Michael Schumacher zum Beispiel. Dafür ist auf dem Lenkrad einfach kein Platz gewesen. Vier Zehntel sind gar nicht mal so viel, oder? Der wird aber auch später, ich glaube dann ab der zweiten Runde, dann unsere Zeit als Referenz stehen. Aktuell haben wir noch keine, deswegen steht die Michael Schumacher Zeit. Er hat dann offenbar schon eine gesetzt. 19 hinter Michael Schumacher. Das ist schon eine Menge. Es wird noch viel mehr. Na, letzte Kurve, vorletzte verkackt. ...2,4 Sekunden hinten dran. Aktuell Vierter. Ich denke mal, wir sind einfach noch nicht viel auf der Strecke. Zweite Reihe, gut gemacht. Danke, Jeff. Ja, stimmt, jetzt sieht das sehr gut aus, aber... wer weiß, ob das das Endergebnis ist. Zweite gezeitete Runde für uns. Das war hart an der Grenze. Michael Schumacher Zeit steht nach oben, okay. Aber jetzt sind wir sehr nah dran an ihm. Und auf dem Display steht unsere Delta-Zeit, aber eben unter dem Verbleiben der Runden ziemlich versteckt, überlappend. An Michael Schumacher hat man es gesehen, dass wir besser sind als unsere eigene Bestzeit in der letzten Runde. Zehntel dran, langsamer als die eigene Zwischenzeit. Ist aber nicht gut. Aber hier hinten wurde ja vorhin noch Zeit liegen gelassen in der vorletzten Kurve. Blöder Winkel für die letzte Kurve. Der fährt gerade was in die Box. Schneller, deutlich schneller, Platz 2. Jeff klingt auf einmal wieder so anders. So euphorisch, aber in erster Linie einfach anders, weil es jemand anderes ist, der da spricht. Jeff ist ein Meister der Stimmverstellung. ...1,6 Sekunden hinter Michael Schumacher ist erstmal eine Menge Holz, aber in Relation zu was kann unser Wagen, ist das eine verdammt gute Zeit, aber gut. Bei Countmars ist die Regen-KI tendenziell zu stark und hier bei Grand Prix 4 ist sie tendenziell zu schwach. Also durch Regenrennen können wir am ehesten nochmal ein super Ergebnis einfahren. Könnte fürs Rennen bedeuten, wenn das trocken wäre, dass wir nach hinten gereicht werden und zwar massiv. Dann heißt es viel verteidigen und Gegner ärgern. 2 Zehntel langsam aus der Ecke passiert. Zweiter Gang, wo bist du denn?
Scheiße. Immer noch Zweiter und aktuell sind 7 auf der Strecke. Die kriegen es einfach nicht gebacken, schneller zu fahren. Michael Schumacher, der Regengott, macht sie alle nass. Kacklinie, Mist. Achso, auch wenn wir im freien Training. Na, im Training weiß nicht, aber. Wenn wir im Qualifying und allen voran im Rennen ein Rad verlieren sollten, dann wird der Wagen abgestellt. Dann ist die Session dann für uns beendet. Das will ich nochmal gesagt haben. Genauso bei irgendeinem mechanischen Problem, ausgenommen Elektronikprobleme, werden wir auch das Rennen beenden. Vielleicht noch bei Bremsbeschleunigungsproblemen, weil dann könnte man sich das so erklären. Die gucken mal, ob in der Bremsbelüftung was steckt beim Stop. Da könnte ich mir auch noch vorstellen, dass wir auch noch weiterfahren, wenn wir in der Box waren. Aber hier Aufhängungsschaden, Motorschaden. Bei Radverlust und bei Radverlust sollte man eher an den Rand fahren, damit das Ding nicht abfliegt. Bei einer Reifenpanne kommen wir natürlich in die Box und tauschen den Reifen. Wir kommen jetzt rein. Ich probiere mal die andere Reifenmischung. Also die harten. Und ich werde das durch die Wagen schalten lassen, also währenddessen wir nicht in der Wiederholung sind. Dass wir damit bei der Wiederholung keine Probleme haben, ist ja offensichtlich, denn da ist das Spiel bisher noch nie abgeschmiert. Aber in Anführungszeichen während der Fahrt, während der Nicht-Wiederholung, also vorhin in der Boxengasse stehend, in der Nicht-Wiederholung und damals in Monaco auf Stazier, da ist das Spiel abgeschmiert. Der toucht unseren Heckflügel ja gar nicht an. Beziehungsweise wir haben gar keinen. Das Hinterrad sieht man auch nicht. Wir sind aktuell Zweiter. Das wäre ein furioser Start, wie die einfach hin durch die Mauer gehen. 42,6, 42,7, 42,8, 43,7 Heidfeld. Auf der 15. Wir haben jetzt 6 Runden gedreht, heißt wir können noch 6 fahren. Häkkinen jetzt auf der 2. Aber auch nur eine halbe Sekunde vor uns. Barrichello nur auf der 4. Na, ah, hier wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich zu den Reifen gehen, aber das geht ja mit A und Y. Huhuhu, ganz schön gewagt. Spiel könnte wieder abschmieren. Und los. Fertig. Schnell in den Rückspiegel geguckt. Fertig. Habt ihr das hinten rechts gesehen im Rückspiegel? Da guckt er da so rein. Das könnte Jeff sein. Kuckuck. Aktuell Platz 5. Jetzt kommen die ganz tollen Autos auf die Strecke und drehen uns ein paar Runden um die Ohren. Naja, wir kommen jetzt mit den richtigen Reifen daher und jetzt geht's auch für uns ab. Ich weiß nicht, ob die Reifen besser sind. Wenn die aber standardmäßig ausgewählt sind, sind sie vielleicht gar nicht so schlecht, oder? Mal herausfinden. Mal gucken, ob ich es herausfinden kann, ob ich dafür konstant genug bin. War das jetzt immer dann bei der Outlap die Zeit der letzten schnellen Runde? Ich meine ja. Also klar, gerade können wir keine ernsthafte
Zwischenzeit in diesem Rahmen haben mit nur 1,7 Sekunden langsamer als Michael Schumacher. Ich meine, das war immer so, dass hier die letzte schnelle Runde angezeigt wurde, bevor man in die Box gekommen ist. Runde 1 mit diesen Reifen, aber verbleibende Runden 7. Hätte ich doch 8 Tankrunden mitnehmen sollen. Naja. Ich denke mal, so oder so werden wir viel zu weit vorne starten. Mist, die Runde ist nicht repräsentativ für welche Reifenmischung ist besser. Wenn überhaupt eine besser ist. Wenn es keine bessere gibt, warum gibt es dann zwei Reifenmischungen von den Regenreifen? Mein Gefühl sagt mir, die Reifen drehen mehr durch. Sekunden. 2,6 in der eigenen Bestzeit. Könnte sein, dass die Regenreifen, weil es eben Regenbedingungen sind, dass die härteren über schneller sind, aber dann heißt wohl weich immer schneller, aber halt nicht so lange und hart immer langsamer haltende Verlänger als weich. Kann es sein, dass unter bestimmten Bedingungen dann auch normalerweise schlechtere Reifen auf einmal besser arbeiten? Nächste Runde. Wenn die Runde jetzt deutlich langsamer ist, dann sind die Reifen einfach schlechter. Ich habe gefühlt bisher alles gegeben. 6 Zehntel langsamer. Okay, ich behalte jetzt mal einen Blick. 6 Zehntel auf die eigene Bestzeit. Zehntel, jetzt gar nicht so viel verloren. Deutlich langsamer. Jetzt habe ich etwas zu viel gebremst, aber vielleicht können wir dadurch auch schneller rausfahren. Das war definitiv zu spät gebremst. Scheiße, die Runde ist dahin.
dass die Strecke jetzt feuchter ist, kann ich mir nicht vorstellen. Wobei ich kann es eben auch nicht mit Sicherheit sagen. Laut Vorhersage soll es die ganze Zeit gleich regnen, aber es regnet doch nie wirklich immer gleich. Wenn ich jetzt mal so an die Realität denke, abseits eines Videospiels, beim Stichwort Simulation. Sagen wir, kommen noch mal rein und ziehen die anderen Reifen auf. Überlegt mit den Reifen den Rest zu fahren, aber bin gewillt noch mal die anderen zu benutzen. Wir können auch bis zum Schluss warten mit unseren Runden, aber dann bin ich ja eher wieder aus dem Rhythmus raus. Vielleicht ist die Strecke dann sowieso schlechter. Ich denke mal, ich werde die Runden immer so schnell es geht hinhauen, wobei am Ende könnte die Strecke einfach besser sein. Vielleicht nutzen wir das Vorspulen. Weiß ich noch nicht. Wenn es natürlich mal in einem Qualifying heißt, hier der Regen wird weniger, dann würde sich das ja auch anbieten, einfach später zu fahren. Reifen hart, weich, angefahren, nö, sagen wir mal, tanken, mal ein Stück vorspulen, 32 Minuten. Zehn Minuten können zu knapp sein, vier Runden, drei waren es, okay. Wir sind immer noch sehr weit vorne, Platz 6. Die Strecke ist auf jeden Fall nicht massiv besser geworden. Hör dich. Und sonst ist wer. Ach, der Teamkollege kommt gerade rein. Gefühlt hat der Regen zugenommen, kann das sein? Der Himmel ist dunkler geworden, meine ich. Also wenn unsere Zeit jetzt massiv schlechter ist, dann wissen wir, die Strecke hat sich verschlechtert. Sich halt irgendwie so an, als würde hier mehr Wasser auf uns einwirken. Bin mal auf die Zwischenzeiten gespannt. Weiß gar nicht mehr, was ist, wenn wir unsere Runden aufgebraucht haben. Was, wenn wir noch weiterfahren wollen würden? Könnten wir weiterfahren? Die Runden werden einfach nicht gezählt oder werden wir zum Reinfahren gezwungen? Weil hier Boxenstopp ankündigen aktiv ist und wir das nicht mehr deaktivieren können. Mal rausfinden. Jetzt heißt es erstmal schnell fahren.
Nein. Oh, das hat Zeit gekostet auf jeden Fall. Die Strecke kann aber nicht ernsthaft schlechter sein und die Reifen sind gefühlt besser, aber wir haben jetzt Zeit verloren und sind gar nicht mal so weit weg von der eigenen Bestzeit. Strecke kein Faktor, Reifen denke ich schon, weil ich es einfach auch bei den Regenreifen schneller. Drei Zehntel in der eigenen Bestzeit, das kommt durch diesen ersten Sektor zustande. Ich glaube, wir sind jetzt unter 13 an der Bestzeit dran. Zeigt mir mein Gefühl. Warum jetzt Stop? Wahrscheinlich wegen nur noch einer verbleibenden Runde, das ist unsere Reihenfahrzeit. Unsere Reihenfahrrunde. Das war aber ein massiver Schlenker bei Kurve 2. Also ich kann das, wir kommen an die Box, wieder deaktivieren. Werden wir dann aber disqualifiziert, ich will es nicht herausfinden. Nicht jetzt. Ich dachte erst am Wagen wäre was kaputt, weil der sich auch so komisch hat steuern lassen aus der Kurve 2 heraus, aber das war wohl einfach nur der Regen. Dann kommen wir mal rein. Platz 6 wäre ja super. Besser als die Startnummer oder besser als die Wagennummer. Damals ja noch nach der Konstrukteurswertung geordnet. Außer der Weltmeister. Das Team hat dann immer automatisch die 1 bekommen. Besser gesagt 1 und 2. Und eine Wagennummer 13 gibt's nicht, weil... Unglückszahl. Ja? Das ist wirklich so. Auf der Uhr. Wir können die Box nochmal verlassen. Nö. Wir sind auf der 6. Hier war es noch so, hier wurden teilweise auch mehr angezeigt, aber sobald man mit der Maus drüber ist, wurden die eben nicht ersten 6 ausgeblendet. Wir starten von der 6, 1,6 Sekunden hinter Michael Schumacher und Trulli auf der 2. Du bist echt krass. Barrichello nur auf der 8, Verstappen auf der 9, ist ja wunderbar. Heidfeld auf der 10, DC nur auf der 11. Kimi, Alesi, Frenzen, der Teamkollege auf der 18. Alonso vor Alex Jong. Vielleicht ist Alonso ja eher ein Meisterschaftssaisonfahrer und kein Renn ohne Wertungsfahrer. Thomas Enger auf 16, Frenzen auf 15,
So nah an seinem Teamkollegen dran. Super. Jaguar recht weit hinten. Na, dann bin ich mal gespannt, wie wir dann im Rennen nach hinten gereicht werden, wenn es trocken sein sollte. Und ich darf nicht vergessen, habe ich ja auch nach dem Training gemacht, ich muss noch speichern, falls das Spiel wieder abschmieren will. Mach ich auch, aber ohne euch. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.